Willkommen zu einem weiteren random Steam Game. Heute spielen wir Deepest Swords. Und ich weiß nicht, worum es hier geht im Spiel, aber ich habe schon gemerkt, dass die Steuerung sehr interessant ist in diesem Spiel. So, jetzt sieht er meine Maus nicht mehr, sonst stört es, glaube ich, die ganze Zeit nur. Okay, also mit A und D bewege ich mich und mit der linken Taste oder mit der rechten Taste kann ich mich in die jeweilige Richtung swingen. Okay. Venture deep into the cavern of longing. Okay, wir reisen nach Longing. Müssen wir aufladen? Ja, jetzt sagt er das auch. Damit kann ich klettern, indem ich mein Schwert so schwinge. Ich finde die Grafik in dem Spiel sehr schön. Übrigens, dieses Spiel ist kostenlos, deshalb könnt ihr das auch ausprobieren, falls euch das Spiel interessant aussieht. Long the Dragon lies ahead. Okay, lang der Drache ist hier vorne. Sieht schön aus alles. Ist echt schön gesprited, finde ich. Who dares challenge me? Take your best stab! Wer wagt es, mich herauszufordern? Ich! Stab it's hard. Wie denn? So? Just a tip. Oh, das war... Das war anscheinend nicht so gut. Oh hey, mein Schwert ist länger geworden. Wird mein Schwert irgendwie jedes Mal länger, oder? Wo bin ich denn jetzt? Press R to return to checkpoints. Okay, auf einmal bin ich ganz woanders. Okay, ich bin gerade voll verwirrt. Okay, ich dachte kurz, hier wäre ich stuck. Vielleicht bin ich auch stuck. Lass mich doch hoch! Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Da kommt man gar nicht hoch. Ich glaube, man muss hier lang. Hä? Komm ich da rein? Ich muss doch von der Ecke aus, von hier so. Oder nicht? The cavern looks deeper than before. Der sagt das auch, dass es einfach mal tiefer geworden ist. Drive it deeper in this time. Okay. Tiefer reintun in das Herz des Drachens. Ach, jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Okay. Damn! Das ist so komisch. Getting over it achievement. Das sieht ihr jetzt natürlich nicht, aber finde ich lustig. Ich habe das Spiel auch schon ein bisschen so verglichen mit Getting Over It, weil das auch so ein bisschen sich so im Gameplay so gesteuert hat. Vom Aussehen her. Okay. Hi Drache. Bist du hier, um es nochmal zu versuchen? Aber sowas von. Her! Warte. Komm schon. Warte, gib mir eine Chance, Ja! Das kitzelt! Ich hab dein Schwert ein bisschen erweitert. Ich krieg auch die ganze Zeit Achievements für die Sachen, das ist auch lustig. Sei vorsichtig, weil das ist ziemlich schwer, das Schwert jetzt. Okay. Dann versuch ich mal vorsichtig zu sein. Es wird immer tiefer und tiefer. Komisch. Okay, so ist es einfach, hier hochzukommen. Aber jetzt ist das die große geworden? Ja, die Höhle wird immer größer. Noch ein Checkpoint. Warte, ich muss da hoch, oder? Zack. Warte. Okay. Und nochmal. Oh no! Slow fall slips less. Okay, ein langsamer Fall ist besser, oder wie? Wie soll denn das funktionieren? Oh, so. So funktioniert's. Nice. Drache, ich bin wieder da und diesmal hast du keine Chance. Vertrau mir. Hi, Drache. Lass mich sehen, was du drauf hast. Oh ja, das werde ich. Zack! Ich habe irgendwas gefühlt. Okay. Du bist bereits über deinem Limit. Du wirst merken, wie schwer es ist. Boah. Was? So eine Länge wird sich
nicht auszahlen, oder? Wird auf jeden Fall sehr schwierig, damit umzugehen mit so einer Länge. Das ist noch tiefer jetzt, aber gib nicht auf! Ich werde nicht aufgeben. Moment, lass mich erstmal gucken, wie ich da rüberkomme. Ja, ja, Animal Crossing Characters. Lass mich erstmal durch. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein Spiel? Ah! Komm ich da hoch? Das muss doch funktionieren. Komm schon. Hä? Doch jetzt. Okay. Das ist nicht einfach. Die Steuerung ist wirklich das Schwierigste im Spiel. Aber ich glaube, das ist auch der Sinn hinter diesem Spiel, dass man einfach mit dieser Steuerung umgehen muss. Das ist, glaube ich, so der Sinn des Spiels. Diese Steuerung. Oh, ah! Ich kann cheaten. Moment, ich kann doch cheaten, oder? Oh! Oh, maybe? Egal, ich mach's lieber legit. Boah! Mist! Ah! Ah! Okay. Komm schon, komm schon! Whee! Whee! Das Pivot zu unterstehen ist der Schlüssel. Weiß nicht, was Pivot heißt, aber. Oh! Vielleicht funktioniert das? Ja, das funktioniert! Nice! Wiggler Achievement! Ja, ich bin so ein Wiggler. Wigger Wednesday. Was für ein langes Schwert du da hast! Ja, und jetzt ramm ich dir das schön in dein Herz rein, komm her! Moment! Warte, wir kriegen das noch hin? Ein Moment! Ja, ja, ja! Oh, so tief! Du hältst das längste Schwert im Land! Es ist aber vergoldet! Es ist das tiefste Schwert, the deepest sword! Ah! Hat den Namen gesagt! So tief! So hoch und so tief, dieses Schwert. Oh. Verdammt. Aber das ist das Schwierigste. Komme ich damit denn bitte durch? Wie soll ich hier durchkommen? Das ist überhaupt nicht möglich. Oh. Ey, das ist zu schwer, Bro. Ah, ich komme die ganze Zeit stuck. Oh, obwohl. Wie soll ich denn da durchkommen? Das geht doch nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Toll. Komm schon. Nein, nicht doch. Nicht doch tiefer rein. Ich weiß, so heißt das Spiel, aber auf. Wie willst du da hochkommen? Ja, toll. Oh, doch, warte. Doch. Da. Ja, jetzt hab ich's. Okay, aber es wird jetzt eine neue Höhle kommen bestimmt, oder? Oh Gott, ich muss jetzt mal das hier wieder schaffen. Oder warte, kann ich nicht hier cheesen? Warte, warte. Ich weiß auch nicht, wofür die Checkpoints da sind, weil man wird ja nicht gekillt in diesem Spiel irgendwie, aber... Also nicht so unbedingt gekillt. Aber trotzdem nett. Schätze ich. Okay, das sollte jetzt kein Problem hier sein, ne? Ja, das ist easy. Das ist super easy, ha! Beim heftigen Skill. Komme ich nicht auch hier durch? Nee, oder? Ich glaube, ich muss oben lang. Moment, okay. Ein Moment, ich muss erstmal reset. Dann. Länge 5. Warte, man kann das noch höher haben als 5? Nein! Wie lang soll das bitte noch werden? Ich stelle mir das gerade mega lang vor. Oh nein. Das sendende Pivot ist key. Ist key! Oha! 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 Voila! Oha! Brudi! Übertreib mal nicht! Oha! Das ist, Junge, die Steuerung ist so nervig. Das macht mich so nervös, diese Steuerung. Aber das ist der Sinn hinter diesem Spiel, dass es einfach nicht gut steuert. Ja, Leute, solche Spiele gibt es auch. Nein, 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 nein. Fuck! Ich habe das Spiel hier empfohlen bekommen von Chris und irgendwie bereue ich es jetzt gespielt zu haben, weil ich komme überhaupt nicht weiter. Nein! Angeblich ist das Spiel auch so ein Speedrunner-Spiel,
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute mit dieser Steuerung das ganze Spiel krass speedrunnen können. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie willst du da durchkommen? Wie willst du das machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das geht gar nicht. Das ist unlogisch. Nee, das kann nicht sein. Man muss doch hier lang müssen, oder nicht? Das kann nicht anders sein. Sag mir bitte nicht, ich muss die ganze Zeit hier lang. Obwohl, doch, sag mir das. Dann bin ich schneller fertig. Weil da oben komme ich nicht lang. So, warte, das funktioniert. Wenn ich die ganze Zeit hier den Snake mache, den Snake Dance Move. Das funktioniert, oder? Ja, das funktioniert. Wow, ich hätte die ganze Zeit hier lang gemusst. Okay, okay. Okay, Spiel. Und eine neue Höhle. Na sicher. Oh cool, das sieht überhaupt nicht aus wie Getting Over It oder so. Nein. Junge, mittlerweile ist es einfach nur noch Getting Over It. Oh, nein. Nein. Ich meine, ich habe Getting Over It durchgespielt. Zweimal. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch das hier durchspielen muss. So. Nein, nein. Und die ganze Zeit nur dieser eine einzige Soundtrack. Ich meine, der ist cool, der Soundtrack, aber es stört mich, dass nur einer ist. Ich meine, okay, es ist ein kostenloses Spiel. Was warte ich bitte? Aber. Ah, nein! Das ist vielleicht sogar schlimmer als Getting Over It. Jetzt mal ohne Witz. Alter, ich rutsche die ganze Zeit runter. Warum rutsche ich da runter? Da ist gar kein Eis! Ah! Okay. Jetzt nicht runterfallen. Do the Snakey Dance. Do the Snakey Dance. Komm schon. Komm schon, das gewinnen. Ja. 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 Nein. Reach for it. Halt's Maul. Nein. Nein. Ich hasse dieses Spiel. Was soll das, Chris? Warum empfiehlst du mir sowas? Du bist nur neidisch, weil ich Getting Over It zweimal durchgespielt habe. Penner. Ich hatte es doch! Okay, okay, Moment, chill, Bro. Okay, mein kleiner Ritter, mein kleiner Soldat. Chill mal einen Moment. Okay, Checkpoint, ja! Yes, ich hab den Checkpoint! Okay, jetzt freue ich mich über den Checkpoint, weißt du? Vorher erstmal so, hä, warum gibt's den? Und jetzt freue ich mich total. Okay. Was kommt denn hier jetzt bitte noch? Och nein, nicht sowas. Bin ich doch gerade schon über so eine Passage aufgeregt. Nein! Ey, ich bin stuck! Doch stuck! Ich bin mir 100% nicht sicher, dass es nicht das letzte Schwert. Wir haben ja vorhin diesen anderen Weg gesehen. Da geht's locker gleich weiter. Ah! Nein, ich stand da sogar drauf! Stopp! Ja, komm schon! Ja! Oder? Warte, was? Es geht noch weiter? Nein! Der Schick geht doch nicht weiter, oder? Oder? Oh nein. Alter, wohin führt er mich hier? So eng alles. Mein Schwert ist viel zu groß für diese engen Passagen. Junge, dieser Drache wird dafür leiden. Für den Schmerz, den er mir zugefügt hat gerade. Komm her, ich stech dich ab.
Hi. Warte mal eine Minute. Nö. Du kriegst jetzt aufs Maul. Ja! Oh! Congratulations, thanks for playing. Ich hab's geschafft. Du bist für mich hier. Ich hab die Katze gerettet. Oh, darum ging's also. Okay. Cool. Musste die Animal Crossing Katze retten. Nice. Ja, und das war's. Click to restart. Wait, what? Das war das Spiel? Einziges Achievement, was ich noch nicht bekommen habe, ist, wenn man auf den Kopf des Drachen draufsteigt. Das kann man ab einer Länge von 3 machen. Head over heels. Und ja, die restlichen Achievements sind nur Speedrun-Achievements, also schnell sein und das Spiel in der kürzesten Zeit möglich durchspielen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Random Steam Game gefallen. Falls ihr es mal ausprobieren wollt und mir zeigen wollt, dass ihr krasser seid als ich, dann downloadet das Spiel unten in der Videobeschreibung, kostenlos, verfügbar. Ja, die ganzen Achievements, die ganzen Speedrun-Achievements mache ich jetzt nicht. Die kann ruhig Chris machen, die brauche ich jetzt nicht machen. Bis zum nächsten Random Steam Game.